Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, wir sind immer noch in Zaradush gefangen. Hallo, wachende Festung. Und ja, die Karte ist schon ein bisschen krass kleiner als die von Shadows of Am. Aber es gibt ja, glaube ich, auch nicht so viele Kapitel hier, nur 3 Stück. Nicht so, wie wir es vorher hatten. Mit 7. Ich glaube, es gibt nur 8, 9 und 10. Vielleicht 11 noch. Ja. Wir sind aber jetzt erstmal noch damit beschäftigt, den adligen Sohn oder den Sohn der Baronin zu retten, der hier unten im Keller eingesperrt ist. Wo wir das letzte Mal schon versucht haben, aber dank dem Zeitstopp-Magier. Was ist? Bei Tom, ich will euch erledigen. Mein Schwert treibt euch in Schrank! Ruft euch zu sich. Ich danke nicht. Okay, ich bin tot. So. Habt ihr einen Plan? Ich danke nicht. Ich bin tot. Ich will nicht. Weil die Gefallenen. Das sollte nicht spielen. So, du weg. Du weg, das war noch das Einfache. Jetzt kommt der Magier hier um die Ecke. So, er wirkt Zeitstopp. Da wir jedoch nicht in seinem Sichtfeld sind, zaubert er nicht weiter. Haha, KI ausgetrickst. Du bist immer noch da. Jetzt bist du tot. Gut. Das heißt, wir können quicksaven und uns in Ruhe hier jetzt umsehen. Wenn es das ist, was ihr wollt. Das haben wir hier rausgenommen. Da ist auch nichts mehr drin. Hier ist ein guter Heiltrank. Noch ein guter Heiltrank. Jetzt haben wir nochmal so eine Shakti-Figur. Und natürlich Schlüssel zur Geheimzelle. Ganz ehrlich, was sollen wir mit den ganzen Unsichtbarkeitstränken? Ein Kurzschwert. Hier, ja, hier, wo bekommst. Eine Lederrüstung. Dolch. Wem habe ich die andere Shakti? Achso, die habe ich hier drin. Schlüssel. Achso, der Schlüssel nach Zaradush. Ja, da habe ich schon mal so eine Shakti-Statue. Kann nicht verwendet werden. Ich warte. Euer Gut, so, du hast so eine billige Rüstung. Du hast noch ein paar interessante Sachen. Ja, keine große Herausforderung. Du ebenso. Gott, die Tranktasche viel Zeug, ey. Na gut, die ganzen konzentrierten Heiltränke, 75 sind immer noch hier drin. Aber wenn ich mir ansehe, was da schon an Unsichtbarkeitselixieren und so drin ist.
Na, das ist immer lustiger. Und ja, noch mehr davon. Da ich nicht weiß, wieso unsere Ausgaben hier bestellt sein wird. Was möchtet ihr? Nehme ich alles mit, was ich so am magischen Tand kriegen kann. Ich sollte hier jedoch ein bisschen vorsichtiger sein. Es könnten Fallen platziert sein. Verstanden. Da ist schon mal Adric. Okay, auf der Seite gibt es sonst nichts mehr. Ich war. Erzählt mir mehr davon. Irgendwas nicht in Ordnung? Und so stirbt dieser Verräter. Ich danke euch auch im Namen der Bürger von Saratusch. Mir bleibt noch viel zu tun. Ich kann nicht bleiben. Nochmals meinen aufrichtigen Dank. Ja, 7000 Erfahrungspunkte. Tagebucheintrag. Ja, Kisajirai ist tot und Adric frei. Seine Zeugenaussage wird die Unschuld von Matteo bestätigen. Die Gräfin wird mit Sicherheit eine Belohnung für meine Bemühungen geben. Mhm. Auf geht's. Schön. Ja, keine große Herausforderung. Ich warte auf euren Befehl. Ist was los? Geht klar. Fragt nur. Nun gut. Und sonst habe ich hier unten ja alles abgeklappert. Die Rüstung da ist relativ wertlos. Also nicht magisches Zeug sammle ich nicht mehr ein. Was immer ihr wünscht. Weil wir es einfach nicht brauchen. Außer vielleicht Schmuck. Zeit. Okay, okay. Gut, das war interessant. Da hatten wir schon reingeguckt. Drei Schleuderkugeln. Willigkeitstrank. Ich war, wenn ihr es wollt. So, und hier waren nur Bücher drin, Gott. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor... Natürlich. So, das Haus der Gräfin nochmal. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich danke euch dafür, dass ihr meinen Sohn gerettet habt. Ich wünschte, ich könnte euch eine größere Belohnung geben, aber das hier ist alles, was ich habe. Ja, 2000 Gold und nochmal 5000 Erfahrungspunkte. Die Erfahrungspunkte sind hier noch sehr mau, aber die Quests sind ja auch noch nicht schwierig. Euer Wunsch ist mein Begehr. Au. Nicht so schön.
Heilen wir gleich mal instant. Hoffen, dass Airy gleich mal aufsteht. Ich helfe wohl schneller als Chick-Ticker Schnellkratze. Trinken noch einen weg. Was kann ich tun? Und dann wird es mal Zeit, dass wir dem guten Grom jetzt seine Armee aufmischen, um an den Kanalschlüssel zu kommen. So. Und dann noch das hier. Das sollte eigentlich reichen. Okay, okay. Wobei, ihr beide steinhautet euch noch. Sicher, sicher. Und ihr schutzschildet euch, ihr drei. Schwerter statt Wörter. So, und dann verkloppen wir mal Leute hier drin. Alle. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt da verschwinden? Habt ihr es an den Ohren? Ein paar weitere Löcher in eurem Kopf sollen ja manchmal Wunder wirken. Genau, der holt Hilfe. Los, kein Problem. Einmalig, glaube ich. Oder zweimalig. Die da sind auch kein Problem. Ich helfe, wo immer ich kann. Zauber zurückwerfen. Den Wurmruf. Ist was los? Da die so nah dran sind, machen wir mal das hier. Ja, Mensch stirbt. Ork stirbt, okay. Ja, was möchtet ihr? Ich bin bereit. Ups. Wobei einer für Yahira und einer für Airy gereicht hätte. So. Tja, die sind jetzt alle recht tot. Haben auch nicht wirklich was Besonderes dabei. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Auch sogar mein Lindwurm hat's erwischt. Wir müssen Zeit ab, ihr könnt euch auf mich verlassen. Wo ist schon Hamster müde?
Der Geist ist willig, mein Freund. Genau, das ist der Schlüssel. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht bitte eine kleine Rast einlegen? Sollten wir eigentlich jetzt demnächst? Was wollte ich gerade? Ach ja. Das hier ist der Schlüssel in die Abwasserkanäle. Keine große Herausforderung. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Auf den ich es abgesehen hatte. So, gut, wir verlassen die ziemlich zerschlagene Kaserne.